بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag, späten Vortrag, und begrüße euch mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Aufrichtigkeit, Ikhlas und Akzeptanz und um den Tawfiq. Und ich wollte inshallah diese Zeit ausnutzen und mit euch inshallah ungefähr eine halbe Stunde, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es uns erlaubt, über eine sehr, sehr wichtige Ibadah, um mit euch über eine sehr, sehr wichtige Ibadah zu sprechen. Über eine der wichtigsten Taten im Islam. Und dieses Thema behandeln. Und dieses Thema ist kein anderes als Dua. Ja, als Dua, das heißt, als Dua, Bittgebete zu machen. Und Bittgebete zu machen, Barakallahu fikum, liebe Geschwister, diese Dua, über die wir inshallah jetzt miteinander sprechen, ist eine der besten Taten im Islam. Eine der gewaltigsten Taten im Islam. Eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und sogar so sehr liebt, dass er die so sehr liebt, dass derjenige, der diese Ibadah nicht macht, Allah wird auf ihn zornig sein. Das alleine zeigt schon den Stellenwert von Dua, ja, von Bittgebeten. Ja, es ist nicht nur einfach, wenn man so bedenkt, es ist ja keine Säule des Islam. Ja? Oder so, dann könnte vielleicht dem einen oder anderen es vielleicht nicht so wichtig erscheinen. Ja? Oder den Stellenwert, dass wir es vielleicht gar nicht richtig wertschätzen. Und, aber das ist zum Beispiel ein Hadith, wo man sehen kann, wie gewaltig diese Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du ihn nicht anrufst, ja? Wenn du keine Bittgebete machst, Allah wird auf dich zornig, Allah wird sauer auf dich. Ja? Und das ist ja auch verständlich, ehrlich gesagt. Ja, es ist verständlich, dass Allah sauer wird, wenn man ihn nicht anruft und nicht anfleht. Ja? Weil du Allah subhanahu wa ta'ala brauchst. Wie kannst du leben? Wie kannst du beschützt werden? Wie kannst du entkommen? Egal jetzt diesseits oder jenseits. Ja? Jeder braucht Allah subhanahu wa ta'ala. Und man braucht Allah subhanahu wa ta'ala in jedem Augenblick, in jeder Stunde, jeden Tag. Ja? Wir sind ja nicht nur al-Fuqara ila Allah, so wie Allah sagt im Koran, wir sind die Bedürftigen Allah gegenüber. Ja? Weil wir brauchen seine Rizq, wir brauchen seine Rechtleitung, wir brauchen seinen Schutz, wir brauchen alles von Allah subhanahu wa ta'ala, alles kommt von ihm. Ja? Und wir existieren nur mit seinem Schutz und mit dem, was er für uns macht. Ja, in unser Körper, wir gehen schlafen und alles funktioniert. Der Magen arbeitet, das Herz arbeitet, alles arbeitet, die Leber, jedes, alle Organe, alles um uns herum. Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, wir brauchen Allah subhanahu wa ta'ala in jeder einzelnen Sekunde. Und deswegen, wie kann das dann sein, dass man keine Dua macht? Ja? Als wärst du zum Beispiel, ja, als würdest du Allah nicht brauchen. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt es. Er braucht es nicht, Allah braucht gar nichts, Allah braucht es nicht. Aber er liebt es, wenn du ihn anrufst. Er liebt es, wenn du ihn fragst. Und dann gibt es ein Sprichwort oder ein Wort, was manche Gelehrte gesagt haben. Ja, Allah ist sauer, wenn du ihn nicht fragst. Und Bani Adam, der Mensch aber, wenn du ihn fragst, machst du ihn sauer. Ja, wenn du zu deinem Freund, Familie, ja, gehst und dann sagst du, gib mir Geld. Kannst du mir Geld leihen? Mag keiner hören eigentlich, ja? Mag keiner hören. Gib mir Geld, ich brauche das oder das, kannst du mir das und das leihen? Ja, wenn du die Menschen fragst, die Menschen wollen das nicht.
Und schon gar nicht, wenn du mehrere Male fragst. Subhanallah. Die allermeisten Menschen sind so. Allah subhanahu wa ta'ala ist das Gegenteil. Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das das Gegenteil. Allah wird sauer, wenn du ihn nicht fragst. Ja? Subhanallah. Walillahi al-mathalu al-a'la. Und Allah ist das größte Gleichnis. Und deswegen, liebe Geschwister, und deswegen auch die Dua vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er jeden Tag gesprochen hat, morgens und abends. Aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata'in. O Allah, erledige mir meine Angelegenheiten, kümmere dich um meine Angelegenheiten und überlasse mich nicht mir selbst, nicht mal ein Augenzwinkern. Ja? Nicht mal ein Augenzwinkern. O Allah, überlasse mich nicht mir selbst. Ja? Regel du meine Angelegenheiten. Subhanallah. Ja? Das ist so auch, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und dass man ja, ihn anruft und anfleht und dass man auch zeigt, Allah zeigt, O Allah, du bist mein Herr, ich bin dein Diener, ich bin dein kleiner Knecht. Ja? Ohne dich existiere ich gar nicht. Ohne dich kann ich nicht leben. Subhanallah. Und deswegen sind diese Sachen sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass man Dua richtig wertschätzt erstmal. Dass man weiß, dass es bei Allah subhanahu wa ta'ala einen sehr hohen Stellenwert hat. Ein anderer Beweis, der uns zeigt, den hohen Stellenwert von Dua, ist der Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, Ad-Dua mukhul ibada. Ad-Dua mukhul ibada. Ad-Dua ist, Mukh heißt eigentlich Gehirn. Ja? Er hat gesagt, Ad-Dua, Bittgebete, ist das, ja, ist das Gehirn der Anbetungen. Ist das Gehirn der Anbetung. Ja? Und so ein Hadith oder diese Art der Wortwahl, die zeigt, das ist ähnlich zu, das kann man ähnlich sehen wie der Hadith Al-Hajju Arafah. Ja, der Prophet Muhammad sagt über die Hajj, die Pilgerreise, er sagte Al-Hajju Arafah. Ja, die Pilgerreise ist Arafah. Ja, damit meinte er das Stehen am Berg von Arafah. Ja, das Stehen am Berg von Arafah ist eine Säule von Hajj. Und es ist die wichtigste Säule von Hajj. Ja? Aber es gibt noch andere Säulen. Ja? Aber so wie er den Hadith, so wie er das gesagt hat, so hört es sich an, als wäre die ganze Hajj wäre nur Arafah. Nichts anderes. Al-Hajju Arafah. Arafah, also Hajj ist Arafah. Arafah ist Hajj quasi. Ja? Als würde er die ganze Pilgerreise auf Arafah begrenzen. Wobei er damit was zeigen will? Dass Hajj quasi die gewaltigste Tat ist. Das Stehen von Arafah, ja, die gewaltigste Tat ist bei Hajj. Und dass das quasi ja, ein absolut Muss ist und ein absolutes Muss. Und das ist ein, ja, die Wichtigkeit von diesem, ja, von diesem Ort, dort zu stehen, dort Tauba zu machen, dort Allah anzuflehen. Ja. Und das ist ein ähnlicher Hadith. Ja, vom Wortlaut her hat das eine ähnliche, etwas Ähnliches, ja, dass er sagte, wie bei Al-Hajj Arafah, ja, obwohl Hajj ist nicht nur Arafah, Hajj hat auch viele andere Sachen, die man machen muss, aber um das nochmal mir fällt das Wort nicht ein, ihr wisst, was ich meine, okay? Auf jeden Fall, oder zu verdeutlichen einfach, ja? Das ist, was mir jetzt einfällt. Ja, um das zu verdeutlichen, subhanallah, nagelneues Handy, aber irgendwie, wenn ich ein paar Sekunden nicht drauf es berühre, dann geht einfach, wird es einfach dunkel und komisch. Vielleicht muss ich irgendwas einstellen. Okay, ala kulli hal, ja? Und da zeigt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wichtigkeit der Dua, weil er hat da auch einen, ja, denselben, wie nennt man das nochmal, denselben Uslub. Ja, die Art und Weise hat er auch gebracht, wo er sagte, Ad-Dua mukhul ibadah. Ja? Und in einem anderen Hadith steht, Ad-Dua hier ibadah. Dua, das ist ibadah. Ja, Anbetung von Allah ist was ist Dua. Als gäbe es keine andere Anbetung, nur die Dua. Ja? Natürlich gibt es andere Anbetungen, aber diese Art und Weise, es zu formulieren, ja, bekräftigt den Stellenwert von Bittgebeten im Islam bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dua huwa al-ibada. Das ist Ibada ist Dua. Ja? Als wäre die, ja, das ist quasi, um das zu verdeutlichen, ja.
Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, das sind alles so Hadithe, und es gibt noch andere, die uns den Stellenwert von Bittgebeten zeigen. Ja? Und dann gibt es zum Beispiel einen anderen Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ليس هناك شيء أكرم على الله من الدعاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ja? Es gibt nichts Nobleres oder Schöneres, Gewaltigeres bei Allah als Bittgebete. Ja? Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Es gibt nichts, was so ehrenhaft ist, was so wundervoll ist bei Allah, wie die Bittgebete. Ja? Und das sind, liebe Geschwister, jetzt ein paar Beweise vielleicht, die man so nehmen kann. Es gibt natürlich auch andere, aber das sind jetzt die, die mir eingefallen sind. Ein paar Beweise, mit denen man oder von denen man lernen kann, wie wichtig die Bittgebete sind, bei Allah subhanahu wa ta'ala Bittgebete zu machen. Ja, und gibt es auch im Koran Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er die Leute bestrafen wird, die hochmütig sind. Und von ihren Eigenschaften, ja, dass sie keine Bittgebete machen. إن الذين يستكبرون عن عبادتي, diejenigen, die hochmütig sind, mir zu dienen. Ja. Und hier ist die Dua damit gemeint, Bittgebete damit gemeint. Ja. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister. Also eine Sache, die man quasi schon mal mitnehmen kann, dass Bittgebete im Islam einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Bei Allah subhanahu wa ta'ala einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Eine der besten Ibadats, also eine der besten Anbetungen, die man machen kann im Islam, sind Bittgebete zu machen. Und das so viel, wie man kann. Morgens, mittags, abends, im Sujud, auf der Reise, bei Regen, ja? Tag und Nacht. Tag und Nacht. Ja? Und, aber das war der erste Punkt. Erstmal, ja, dass wir, Entschuldigung, dass wir die Wichtigkeit von Dua wissen oder ja, lernen. Eine andere Sache, liebe Geschwister, die auch eine andere Angelegenheit, die auch sehr, sehr wichtig ist, was die Bittgebete angehen, ist, weil viele Leute, und ich werde öfters auch mal gefragt, warum die Bittgebete nicht angenommen werden. Ja? Und eigentlich, ja, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, beziehungsweise bestimmte Sachen nicht tut, werden alle Bittgebete erhört, wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Ja? Allerdings kann es sein, dass man die eine oder andere Tat macht und die Bittgebete nicht erhört werden. Und wir können das vielleicht inshallah auch gleich inshallah erwähnen. Aber im Grunde genommen, normalerweise, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt alle Bittgebete an. So, hier gibt es einen authentischen Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist von bei Tirmidhi überliefert. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, der Sahabi ist, der ihn überliefert hat, Salman al-Farisi, aber bin mir nicht sicher, ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt jetzt. Aber in dem Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah hayy hayy yastahi min 'abdihi idha da'ahu an yaruddahu sifran yadayn aw kama qala alayhi salatu wassalam. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat Scham, ja, Scham, Schamhaftigkeit, natürlich auf eine Art und Weise, die zu seiner Majestät gebührt, ja, nicht so, nicht die gleiche Scham, die wir haben in dem Sinne, aber es ist Scham, ja. Allah subhanahu wa ta'ala schämt sich, dass wenn einer seiner Diener ihn anfleht, also Dua macht, ja, oder ihn um etwas bittet, dass er ihn mit zwei leeren Händen zurücklässt. Ja. Also wenn du Dua machst, wenn du Bittgebete machst, Allah schämt sich, dich ohne nichts gehen zu lassen. Ja. Ohne dass er deine Bittgebete erhört. Allah schämt sich, subhanallah. Auf eine Art und Weise, die seiner Majestät gebührt. Subhanallah, ja. Aber subhanallah, wie schön ist das? Ja. Und das ist halt diese Sache, liebe Geschwister, barakallahu fikum, dass man als Muslim, wenn man Bittgebete macht, man soll verinnerlichen und wissen, Allah nimmt meine Dua an. Auf jeden Fall, inshallah. Ja. Und deswegen sagt er im anderen Hadith, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah, und währenddessen seid euch gewiss oder habt Gewissheit, ja, seid euch sicher, Allah wird eure Bittgebete erhören. Wa antum muqinun, du hast Yaqin. Ja, du hast Yaqin, dass Allah deine Bittgebete erhört. Wa antum muqinuna bil ijaba. Und ihr habt Yaqin, ihr habt Gewissheit, absolute Gewissheit, Allah wird eure Bittgebete erhören. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wenn man Dua macht,
Ja, das sind so die Voraussetzungen. Und Adab, ja, ich sage inshallah vielleicht auch ein paar Adab dazu und so, ein paar andere Sachen. Aber was wichtig ist, man soll immer Bittgebete machen. Ja, also der Bruder fragt, soll man Bittgebete machen, wenn man große Sünden begeht? Ja, gerade dann, ja, immer soll man Bittgebete machen. Ob du ein gottesfürchtiger Mensch bist, ob du ein Sünder bist, und wenn du ein Sünder bist, erst recht. Aber ehrlich gesagt, auch wenn du ein guter Diener Allahs bist, und wenn du gar kein Gläubiger bist, ja, wenn du gar kein Gläubiger bist, wäre das auch nicht schlecht, Dua zu machen und Allah darum, um Rechtleitung zu fragen, ja. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass man sich gewiss ist, Gewissheit hat, Allah wird die Bittgebete erhören, ja. Eine andere Sache, und eine der allerwichtigsten Sachen bei Bittgebeten, damit sie erhört werden, liebe Schwester, ist, dass man, wenn man Bittgebete spricht, dass man mit dem Herzen dabei ist. Ja, dass man mit Herz und Seele quasi dabei ist. Und nicht das, was viele von uns machen. Ja, viele von uns, subhanallah, viele von uns haben diese Sache, dass wir zum Beispiel Bittgebete lernen, auswendig lernen, ja, oder auswendig gelernt haben von irgendwelchen Vorbetern, Predigern, Rezitatoren, wenn wir das immer hören oder so, oder wie auch immer. Oder wir haben das auswendig gelernt von den Büchern, wo Bittgebete drinstehen. Und was macht man dann? Man rasselt die so runter. Ne? Wenn du im Sujud bist oder wenn gerade so freitags diese Zeiten sind, wo die Bittgebete erst recht angenommen werden oder noch stärker angenommen werden, ja, dann rasselt man die so runter, weil man die auswendig kann. Und der eine oder andere von uns weiß gar nicht vielleicht, weil er kein Arabisch kann, und er sie auf Arabisch spricht, weiß er gar nicht, was er da sagt. Ja, ja, so wie wir zum Beispiel im Gebet. Ja, wir lernen Suren auswendig, wissen gar nicht, was es ist, was es bedeutet. Und wir rattern das so runter quasi. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Ein Riesenunterschied zwischen demjenigen, der mit Herz dabei ist, und einer, der einfach irgendwelche Sachen sagt, aber er denkt gerade ganz, seine Gedanken sind ganz, ganz woanders. Ein Riesenunterschied. Und genau, besonders bei der Dua, bei den Bittgebeten, ist es auch der Fall. Ja? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah nimmt nicht die Gebete an, min qalbin ghafil. Oder in einer anderen Überlieferung, min qalbin lahin. Ja? Allah nimmt nicht die Bittgebete an, eines Dieners, der, ja, der nicht gerade dabei ist. Ja? Der ist ghafil, der ist unachtsam. Der ist mit den Gedanken woanders. Ja, du bist gerade im Sujud oder ja, du machst gerade Bittgebete, weil der Imam nach dem Vortrag Bittgebete gemacht hat, sagst du einmal Amin, Amin. Aber dabei denkst du gerade an Pizza oder an dein Essen, Trinken, Spaß, Fußball, was auch immer, Frau, Mann. Ja, man ist mit den Gedanken gar nicht bei der Sache. Sondern du machst einfach Dua, aber du denkst gerade an ganz andere Sachen. Diese Bittgebete, die haben sehr, sehr wenig, ja, sehr, sehr wenig Gewicht, wenn die überhaupt Gewicht haben. Wenn die Gewicht haben, dann haben sie sehr wenig Gewicht. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, und das hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei diesem Hadith beigebracht. Ja, in diesem Hadith beigebracht, Allah nimmt nicht die Gebetgebete an von jemandem, dessen Herz nicht dabei ist, nicht bei der Sache ist. Jemand, der keine Demut hat, der ist einfach bei den Gedanken, mit den Gedanken ist er woanders. Ja, der redet einfach nur. Ja. Und das ist einmal die eine Sache, und die andere Sache, dass man mit Gewissheit an die Sache geht, so dass man weiß und sich sicher ist, Allah wird meine Dua annehmen. Ja, dass man auch gut, das gehört auch dazu, dass man über Allah gut denkt. Ja, das Positive und Gute denken, husnul dhann billahi azza wa jall. Ja, und das ist eine andere Sache. Eine dritte Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, damit die Bittgebete angenommen werden. Eine dritte Sache ist, die ich erwähnen wollte, die mir gerade flöten gegangen ist, ist Barakallahu fikum. Was habe ich schon mal erwähnt? Ja, Muqinun. Deshalb, wenn man die Sache nicht vorbereitet und nicht aufschreibt und so, dann hat man diese Probleme. Ich wollte eine andere Sache noch bringen. Die auch sehr, sehr wichtig ist bei Bittgebeten, ehrlich gesagt. Genau, jetzt weiß ich es, jetzt ist es mir eingefallen. Ja? Die dritte Sache ist, dass man keine
Ajala hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte das, ja, dass es wichtig ist, dass man keine Ajala, also Ajala ist, dass man nicht voreilig ist, ja, dass du nicht voreilig bist, und damit ist gemeint, und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch, was das bedeutet, ja, er hat das dann erklärt, dass damit gemeint ist, dass jemand Bittgebete macht, ja, dass jemand Bittgebete macht und dann macht er es einmal und zweimal und dann werden seine Bittgebete nicht erhört und dann hört er auf, ja. Dann sagt er sich, ja, ich habe doch Dua gemacht, meine Bittgebete wurden gar nicht erhört. Ma lam yasta'jil, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, Allah azza wa jal nimmt die Bittgebete an, aber Allah will nicht, dass jemand voreilig ist, ja, dass du einfach oder dass du ausprobierst, ja, okay, ich mache jetzt Dua, ich habe zweimal Dua gemacht, ich habe schon zehnmal Dua gemacht, ja, oder manche schreiben mir auch, und ich mache schon so lange Dua, Allah hört meine Bittgebete nicht, ja. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, deine Bittgebete zu hören. Allah liebt es, er braucht das nicht, er hat es nicht nötig, er hat gar nichts nötig, er braucht gar nichts, aber er liebt es, deine Bittgebete zu hören. Er liebt es, wenn man ihn anruft. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem schönen Vers, O Muhammad, also der steht nicht, O Muhammad, sondern er sprach zu Muhammad, das sind zu seinen Propheten, er sagte zu ihm, und wenn dich die Leute fragen nach mir, nach Allah, ja, so bin ich nah. Er sagte noch nicht mal, sag, ich bin nah. Ja? Ich kann ehrlich jetzt gerade keine Fragen beantworten, tut mir leid, weil ich bin gerade so im Thema drin, ja. Also wenn, dann gerne entweder privat oder nach dem Unterricht, aber ich denke, ich werde das heute auch nicht schaffen, Fragen zu beantworten, weil ich in ungefähr 10, 12 Minuten zur Moschee fahren muss. Ja, tut mir leid. Barakallahu fikum. Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht diese Eile hat. Ja? Genau das ist wichtig. Allah liebt es, dass du ihn anrufst. Allah liebt es, wenn du ihn fragst jeden Tag, oh Allah, vergebe mir. Allah, vergebe mir. Oh Allah, gebe mir. Ja? Oh Allah, ich möchte das und das. Allah liebt es. Er liebt es einfach. Warum? Weil der Diener seine Bedürfnisse zeigt, seine Schwäche zeigt, seinem Schöpfer gegenüber. Ja? Wenn du Dua machst, dann zeigst du. Und deswegen auch diese, zum Beispiel die Sache mit der Hände zu heben, ja? Sei es so, oder es gibt ja auch diese Form, wenn es ganz große Probleme und Katastrophen gibt, etc., oder ganz große Angelegenheiten gibt, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Dua gemacht, ja? Der hat seine Arme so hoch gehoben, dass die Sahaba radiallahu gesagt haben, man konnte quasi seinen Achselbereich sehen, so wie zum Beispiel bei der Schlacht von Badr oder bei anderen Schlachten, ja. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, habe irgendeinen Kommentar gelesen und dann bin ich wieder, subhanallah, vom Thema gekommen. Ja, genau. Was sehr, sehr wichtig ist, Barakallahu fikum, ist, dass man weiß, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es. Ja? Er liebt es, wenn du Dua machst, wenn du Bittgebete machst. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala macht das oft so, dass er den Diener gerne oft Bittgebete machen lässt, weil er das gerne sehen will von dir, weil du dann ihm zeigst, dass du der Knecht bist und er der Herr, dass du bedürftig bist und er der Allmächtige ist, ja, wenn man Dua macht, oh Allah, gib mir, oh Allah, vergebe mir, oh Allah, erbarme dich meiner, etc., wenn du so Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah sprichst, ja, dann zeigst du Allah, wie schwach du bist, ja, wie schwach du bist, dass du ein Sünder bist, dass du seine Vergebung brauchst, dass du ihn brauchst, dass du seinen Schutz brauchst und so weiter und so fort. Deswegen Allah liebt das, weil genau in diesen Bittgebeten, darin ist diese Inkisar, deine Armut ihm zeigst, deine Schwäche, wie kann man das noch sagen? Dass du
deine Abhängigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, ja, dass du abhängig bist von ihm, von seiner Barmherzigkeit etc. Und deswegen, barakallahu fikum, ist es eine Sache, die man machen muss und dass man nie aufgibt. Ja? Sag nicht, ich habe Dua gemacht. Weil genau das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Ja? Eure Bittgebete werden erhört, solange ihr nicht voreilig seid. Und dann einer sagt, ich habe Dua gemacht und mir wurde meine Bittgebete nicht erhört. Nein, nein, dieses Bittgebet, was du machst, egal, du willst Vergebung, du willst eine Ehefrau haben, du willst Kinder haben, hast du schon 10 Jahre gemacht, mach noch weiter. Weil erstens, diese Bittgebete, die du machst, die sind ja nicht verloren gegangen. Das ist Anbetung von Allah und zwar eine der besten Anbetungen. Du wirst für jede einzelne Bittgebet, was du machst, wirst du belohnt von Allah. Nicht nur das, sondern jedes Bittgebet, was du machst, was du sprichst, dafür wird erhört. Ja, wird erhört. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ja erklärt, auf welche Art und Weise. Es gibt 3 Arten, wie Bittgebete erhört werden. Nummer 1, das, wonach du gefragt hast, wird dir gegeben, so wie du gefragt hast. Ja? Ich gebe jetzt ein Beispiel. Du sagst, oh Allah, gib mir 1 Million. Ja, ich möchte ein Millionär sein. Ich will eine Million haben. Ja? 1 Million Euro. Okay, das ist dein Bittgebet. Entweder Allah gibt dir die Million, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, Allah subhanahu wa ta'ala hält Schaden von dir weg, ja, im Wert von 1 Million. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, zum Beispiel, normalerweise stand geschrieben, dass du morgen dich verletzt. Ja. Sagen wir mal, ja, du fällst vom Fahrrad oder wie auch immer und verletzt und dein Finger ist gebrochen. Ja. Sagen wir mal, es ist kein Beispiel, Gesundheit ist Gesundheit, ja, ist unbezahlbar, aber sagen wir mal, das wäre, kleine Finger ist gebrochen, das wäre so 1 Million wert, ja, als Beispiel, okay. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Entweder er gibt dir die Million, das ist Nummer 1. Nummer 2, er hält von dir Schaden ab, in der Höhe quasi oder in dem Wert, wonach du gefragt hast, ja. Das heißt, dann kriegst du quasi Schaden, der wird von dir abgewendet in derselben Menge, ja, oder Wert oder was auch immer. Okay, inshallah ist das trotzdem verständlich gewesen. Oder Nummer 3, das, wonach du gefragt hast, wirst du bekommen am Tage der Auferstehung als Belohnung. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Hadith ist oder ob das ja die Gelehrten nun gesagt haben, aber das, wenn man wüsste am Tag der Auferstehung, ja, was auf einen zukommt, wegen den ganzen Bittgebeten, die man gesprochen hat, so würde man sich wünschen, dass die Bittgebete alle nur für das Jenseits, dass die deine Wünsche quasi, deine Bittgebete gar nicht erhört wurden für das Diesseits, sondern dass du alles dort bekommst. Weil es einfach zu krasser, zu schöner, zu gewaltiger ist. Subhanallah. Das dazu, inshallah. Und das auch, liebe Geschwister, inshallah, verkürzt. Also ich versuche das so alles ein bisschen zusammenzufassen, weil die Zeit rennt. Ich habe wirklich kaum noch Zeit, nur noch ein paar Minuten. Eine andere Sache, die aber wichtig ist, liebe Geschwister, es werden ja von manchen Menschen auch Bittgebete nicht erhört. Ja? Und ich habe ja gerade am Anfang, sage ich mal, ein paar Sachen erwähnt, was dazu führen kann. Zum Beispiel, dass man zum Beispiel mit dem Herzen nicht dabei ist. Man ist gerade mit den Gedanken woanders. Ja? Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Dass man zum Beispiel zu eilig ist. Ja? Ja, dass man zu eilig hat, dass man sofort, ich will, dass meine Bittgebete jetzt erhört werden, etc. und so fort, und dass man zu eilig hat, etc. Es gibt so mehrere Sachen, ja. Aber eine wichtige Sache, liebe Geschwister, oder die wichtigste Sache, dass Bittgebete erhört werden, ist, dass man sich ernährt von dem, was halal ist. Ernährt, also Nahrung, Essen, Trinken, auch Kleiden, ja. Dass dein Besitz quasi, dass das halal ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dazu im authentischen Hadith, Rubba ash'atha aghbar law akhsa nija Hadith genau, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, über einen Menschen, der eigentlich mehr als alle Bedingungen erfüllt, ja,
sodass seine Bittgebete erst recht angenommen werden. Und Yutilu Safar, ja, Yutilu Safar, Ash'ath Aghbar, jemand, auf einer Reise ist und der voller Staub ist und der ist ein Reisender und der ist quasi, sein Zustand ist K.O., der Typ ist K.O., ja, der ist wirklich, der braucht Allah, der braucht, dass er, ja, also der erfüllt alle Sachen, sodass seine Bittgebete erst recht angenommen werden, ja, und im Hadith sind, glaube ich, vier Punkte erwähnt, also auf Reise und voller Staub und, ja, bedürftig etc., also auf jeden Fall werden vier Sachen erwähnt, das heißt, er erfüllt alle Punkte, sodass seine Bittgebete erhört werden, und dann sagt der Prophet Muhammad sallam, und dann Wirfa, genau, eine andere Sache, und er hebt seine Hände, er macht Dua, ja, so oder so, ist egal, ja, er hebt seine Hände, ist auch eine Art, wie man Dua macht, oder ein Adab, ein Etikett, eine der Adab von Dua, wie man Dua macht, am allerbesten ist immer, dass man mit Händen hochhebt, ja, außer bei Al-Jum'ah, Salat Al-Jum'ah, wenn der Imam auf dem Mimbar Dua macht, dann nicht die Hände hochheben, ja, weil das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahaba, niemals gemacht. Hände einfach unten lassen, einfach Amin, Amin sagen, also Dua machen, aber ohne die Hände zu heben. Aber ansonsten ist normalerweise immer gut, inshallah, Gebete, die Hände zu heben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, er ist auf der Reise, er ist voller Staub, er hebt seine Hände hoch, ja, weil das ist ja die Form, wo du zeigst, oh Allah, ich brauche, ich gib mir, ja, gib mir, ich bin schwach, ich brauche, ja. Du zeigst deine Schwäche, du zeigst, also als würdest du betteln bei Allah, ja. Und das zeigt deine Bedürfnisse, ja, und deine Abhängigkeit von Allah und deine Armut vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Essen ist haram. Also das, was er isst, ja, sein Geld, was er verdient, ist Haram-Geld. Ja, zum Beispiel, er hat voll viel Geld auf der Bank und er nimmt Zinsen und er ernährt sich von Zinsen. Oder er macht Sachen, die haram sind in seiner Arbeit. Weil er verkauft Alkohol, er verkauft Drogen, Allahu a'lam, was er macht. Ja? Er isst Trank, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Person, Reisender etc., etc., er macht Dua, aber sein Essen ist haram und sein Trinken ist haram und seine Kleidung ist haram und er ist gefüllt, also alles, was in seinen Körper reingeht, und er ist gefüllt von haram. Wie soll etwa seine Bittgebete erhört werden? Ja, subhanallah. Ja, das heißt, dieser Typ ist jetzt nicht so ein normaler, ja, der gerade im normalen Zustand ist. Nein, der ist in einem Zustand, wo die Bittgebete extrem erhört werden. Ein Reisender, seine Bittgebete werden erhört. Ja, einer, der gerade im sehr schlechten Zustand ist, in einer katastrophalen Lage ist, der ist einer, der gerade in einem Problem ist, etc., oder ihm Unrecht getan wird. Ja, subhanallah. Und bei diesem Mann haben sich alle, und der macht Bittgebete mit seinen Händen, ja, der macht alles, was man machen sollte, damit die Bittgebete erhört werden, aber was davon hindert, das Hindernis, dass seine Bittgebete nicht erhört werden, er ernährt sich von Haram und er trägt Haram, also sein Risk, sein Geld, womit er lebt, das ist Haram, ja, das ist von Haramquelle quasi, ja, er klaut oder er verkauft Alkohol oder was auch immer, so verdient er sein Geld, er verdient sein Geld mit verbotenen Dingen und dadurch werden seine Bittgebete nicht erhört und deswegen ist es wichtig, dass man versucht, inshallah, als Muslim, dass das, womit man lebt, dass das dein Besitz, dass es halal erworben wurde. Und dann, liebe Geschwister, vielleicht erwähne ich noch ganz kurz, inshallah, auch ein paar Sachen, die zum Beispiel zum Adab gehören, ja, wie man am besten Dua macht. Also am besten, wenn man die Zeiten, beachtet, wo die Bittgebete besonders erhört werden. Nummer 1, in der Nacht, besonders im letzten Drittel der Nacht. Ja, das ist der letzte Drittel der Nacht. Und die Nacht kann man ja ausrechnen, wenn man Maghrib, also Sonnenuntergang, bis Fajr rechnet. Diese Stunden kann man ja rechnen durch 3 Teilen, der letzte Drittel. Ja. In diesem Drittel sind die Bittgebete erhört, wie der Prophet Muhammad es ihm gesagt hat. Ja? Und eine zweite Sache ist zum Beispiel im Sujud.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte im authentischen Hadith, der überliefert wurde bei Sahih Muslim, im Werk von Muslim, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, macht viele Bittgebete, wenn ihr, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, macht viele Bittgebete, wenn ihr in Sajda seid, wenn ihr im Sujud seid, wenn eure Stirn auf dem Boden liegt. Macht dort viel Sujud, weil dort seid ihr Allah am nächsten. Es gibt, glaube ich, ein paar, es gibt Leute, die sagen, nee, im Sujud kann man keine Bittgebete machen. Ja, gibt es leider solche Leute, die das sagen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das Gegenteil gemacht und gesagt und uns dazu motiviert, es zu tun. Deswegen im Sujud Dua zu machen, sehr, sehr wichtig. Eine andere Sache, liebe Geschwister, zum Beispiel zwischen Adan und Iqama. Zwischen Adan und Iqama, wenn man den Adan hört, zwischen Adan und Iqama wird das Bittgebet erhört. Eine andere Zeit, die sehr, sehr wichtig ist, oder allgemein gibt es ja noch so Möglichkeiten, am Tag von Arafah natürlich, Laylatul Qadr, wo die Bittgebete extrem erhört werden. Ja? Was es noch gibt, zum Beispiel freitags. Der Prophet Muhammad sagte, es gibt am Freitag eine Zeit, wenn der Diener in dieser Zeit Bittgebete macht, die werden erhört. Ja? Und die werden nicht abgelehnt, die werden auf jeden Fall erhört. Die meisten Gelehrten sagen, dass diese Zeit ist zwischen Asr und Maghrib. Ja? Zwischen Asr und Maghrib, also zwischen, in den letzten Stunden vom Freitag quasi. Ja? Also die Zeit vom Ikindi-Namaz, also ja, Asr-Gebet, bis zum Maghrib-Gebet, bis zum Sonnenuntergang. Es gibt aber auch eine zweite Meinung von Gelehrten, weil es gibt zwei Hadithe. Ja? Es gibt einen Hadith, der ist auch bei Sahih Muslim überliefert. Ich glaube sogar einmal Marfu' und einmal, der ist zweimal überliefert. Auf jeden Fall, der ist bei Sahih Muslim. Und der zeigt diese Zeit. Und dann gibt es einen anderen Hadith, der aber zeigt, dass diese besondere Zeit am Freitag ist, dass es die Zeit ist, von dem Augenblick, wo der Khatib, der Imam, auf die Kanzel hochgeht, um die Predigt zu halten, ja, zwischen der, also wenn er hochgeht, um die Predigt anzufangen, von dem Augenblick, bis er das Gebet beendet hat. In dieser Zeit ist diese goldene Zeit, diese ganz besondere Zeit. Ja, und es gibt diese zwei Meinungen, also es gibt mehrere Meinungen, aber diese zwei sind die allerstärksten. Und viele Gelehrte sagen, dass die erste, die ich genannt habe, also abends, quasi zwischen Asr und Maghrib, dass das die stärkste ist. Aber es gibt auf jeden Fall die andere Meinung, warum, weil es gibt für diese andere Zeit, gibt es auch authentische Hadith. Ja, also wenn der Imam hochgeht zum Mimbar, bis er das Gebet von Jumu'ah fertig gebetet hat. Ja, da fragt sich ja jemand vielleicht, okay, aber wann soll ich ja Dua machen? Wir dürfen ja manchmal reden. Du kannst Dua machen, wenn der Imam Dua macht und du Amin sagst. Das zählt ja auch für dich. Ja? Das heißt, wenn der Imam Dua macht, versuch dich gut zu konzentrieren und dabei zu sein, mit Herz und Seele dabei zu sein. Ja? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn du das Freitagsgebet betest hinter ihm und du gehst zum Sujud runter. Im Gebet gibt es ja auch Dua, Bittgebete. Ja? Aber wenn du zum Beispiel runter gehst, eine andere Zeit, die auch wichtig ist, wo man Bittgebete sprechen soll und die sehr, sehr wichtig sind, ist am Ende des Gebets, immer. Nicht nur Jumu'ah, sondern bei allen Gebeten, am Ende des Gebets. Ja, am Ende des Gebets. Und dafür gibt es auch authentische Hadithe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt manche Bittgebete, die er uns beigebracht, zum Beispiel Hadith von Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Mu'ad sagte, O Mu'ad, ja Mu'ad, Wallahi inni la uhibbuk. O Mu'ad, Wallahi, ich liebe dich. Ja, subhanallah, einfach krass, was es gibt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt ihm, O Mu'ad, ich liebe dich. Und das schaut mal diese Art und Weise, wie er Da'wah gemacht hat, wie er Ratschläge gegeben hat, wie einfach sein Charakter war. Bi abi wa ummi huwa sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, O Mu'ad, ich liebe dich. Und dann gab er ihm noch eine, uns allen quasi, ja, einen super Ratschlag, ein Bittgebet, was er uns beigebracht hat, was man spricht am Ende des Gebets. Er sagte zu ihm, wenn du am Ende des Gebets bist, dann sag, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, unterstütze mich. Wobei, O Allah, unterstütze mich ala dhikrika, dass ich dir gedenke. Wa shukrika, und dass ich dir dankbar bin. Und husni ibadatik, und dass ich dir ein guter Diener bin, dass ich gute Anbetungen verrichte. Ja? Das spricht man am Ende des Gebets, bevor man assalamu alaikum, alhamdulillah sagt. Ja? Also bevor man das Gebet beendet quasi. Und diese Zeit gibt es auch eine andere Dua, die man spricht, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte am Ende des Gebets, dass man sich vor vier Sachen
Zuflucht sucht vor vier Sachen, dass man Zuflucht sucht vor Jahannam und vor der Strafe im Grab und vom Messias al-Dajjal und vom Leben und Tod, ja, oder die Fitna vom Leben und Tod, sondern diese Sachen, die spricht man auch vor dem Taslim, bevor man Salam alaikum sagt. Ja. Und im Allgemeinen, liebe Geschwister, gibt es sehr viel, was man noch sagen kann über Dua, und ich wollte auch noch ein bisschen weiter reden darüber, aber ehrlich gesagt, wenn ich nicht jetzt losfahre, dann werde ich mein Gebet verpassen und pleite gehen quasi, und deswegen tut es mir leid. Ich muss dann hier jetzt Schluss machen, inshallah, können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal über Bittgebete sprechen. Und kurz zu der Frage, kann man Deutsch, also Bittgebete in Deutsch sprechen, kann man auch. Du kannst in jeder Sprache Bittgebete sprechen. Wenn du sie in Arabisch kannst, zum Beispiel die Bittgebete vom Koran, die im Koran stehen, die Bittgebete, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, wenn du die kannst auf Arabisch, gut, inshallah, ja. Aber wenn du nicht kannst, wenn du kein Deutsch kannst, inshallah, kannst du, wenn du kein Arabisch kannst, kannst du sie auch inshallah in Deutsch oder in einer anderen Sprache sprechen. Und auch in Sajda, ja, aber im Gebet eigentlich lieber Arabisch, nur Arabisch, inshallah. Aber wenn es, wie gesagt, auch wenn man nicht kann, wenn man keine Bittgebete kann, kann man auch Bittgebete in deutscher Sprache oder in einer anderen Sprache sprechen. Und Jazakallahu khairan, ja, die Videos werden eigentlich immer gespeichert. Jetzt die letzten 2-3 Male hat es auf Instagram nicht geklappt. Ja, wenn ich auf Speichern drücken will, auf einmal war es weg. Ja, und die Seite ist ganz, also ganz Instagram ist zu, also ausgegangen. Und ja, okay, inshallah, ich muss wirklich Schluss machen, tut mir wirklich leid. Nein, muss man nicht, ja. Muss man Abdest haben für 33 Mal zählen. Also du meinst bestimmt Subhanallah, Alhamdulillah, Allah gedenken. Für Dhikr muss man nicht, auch für die Dua. Für die Dua muss man übrigens auch keine Wudu haben. Abdest haben muss man nicht. Aber es ist besser, wenn man Wudu hat. Ja, es gehört auch zu den Adab, also zum guten Benehmen, wenn man das macht, gehört das dazu. Es ist keine Bedingung, aber dass man Bittgebete macht mit Wudu ist besser. Dass man Bittgebete macht in Richtung von Mekka ist besser, aber auch keine Bedingung. Ich kann dir deine Frage beantworten. Was bedeutet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'asum war? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war ma'asum, das bedeutet, er war fehlerfrei. Ja, ma'asum minad dhanb, yani, dass er keine Dhunub macht. Er war geschützt, dass er keine Sünden macht. Ja? Und keiner aus dieser Umma, außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist ma'asum, auch nicht die Sahaba. Jeder kann Fehler machen, jeder macht Fehler, jeder macht Sünden, einer mehr als der andere. Außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war beschützt, er war ma'asum, weil er ist auch das Vorbild, er ist der Lehrer dieser Umma. Und ich muss schon Schluss machen. Ich wünsche euch eine gesegnete Nacht. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.